Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute mal wieder einen Primer-Call für euch. Es kam aber, glaube ich, schon längere Zeit keiner mehr. Jedenfalls war ich wieder beim Primark in Essen. Ich habe ein bisschen was gefunden, also ich hatte schon mal mehr. Ich wollte eigentlich viele Sommersachen, aber habe ich irgendwie nicht so gefunden. Und lasst euch bitte nicht irgendwie von diesen Dingern stören, weil wenn ich die Rollade hoch mache, dann ist es zu hell. Und wenn ich die runter mache, ganz, ja okay, das ist unnötig, dann ist es zu dunkel. Aber so ist, ja, sorry. Also ja, fangen wir an mit diesem Pullover. Ja, ich weiß, dass wir bald Sommer haben. Ja, wir haben Sommer, aber der hat nur 5 Euro gekostet. Und ja, der hat also 5 Euro oder 8 Euro gekostet, ich weiß nicht mehr genau. Und ich habe halt die Ärmel so hochgekrempelt. Und der ist einfach sehr gemütlich und weich von innen und finde ich eigentlich sehr schön. Deswegen habe ich mir den mitgenommen. Dann habe ich mir noch einen Pullover gekauft. Ja, ich weiß, wir haben Sommer, aber der hat auch nur 5 Euro gekostet und der ist aus der jungen Abteilung. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen verwaschenes Bordeaux-Rot und ja, halt so ein Sweater mit hier, wie bei dem anderen, auch so vorne so ein Dreieck. Und ich finde das irgendwie voll cool. Und ja, der ist eigentlich auch ziemlich chillig und deswegen habe ich den mitgenommen. Und der war auf 5 Euro runtergesetzt, deswegen dachte ich mir. Als nächstes habe ich mir noch eine Leggings gekauft, einfach eine ganz normale schwarze Leggings. Und die hat 4 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch eine schwarze High-Waisted Jeans gekauft. Also die ist High-Waisted. Und die hat 13 Euro gekostet und ich bin halt hauptsächlich dahin gefahren, weil ich diese Hose gesucht habe. Das Problem ist, die ist nicht so richtig high-waisted, so wie ich das möchte. Ich habe eine von H&M, die ist wirklich perfekt, aber die hier ist nicht ganz so hoch und ich brauche halt wirklich eine richtig hohe. Aber ich habe die halt trotzdem genommen, weil es eigentlich noch geht. Und ja, die gab es auch noch in weiß, die hatte ich auch anprobiert, aber da sah ich aus wie so ein Elefant, deswegen habe ich die nicht gekauft. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich hätte sie kaufen sollen, weil die Spiegel bei Primark oder generell in Klamottenläden machen einen einfach immer fett, obwohl man gar nicht fett ist. Dann als nächstes habe ich mir noch ein Oberteil gekauft und zwar dieses hier. Das hat so keine Ärmel und ich schwöre, das stinkt so, das ist so ekel. Aber ich habe das stinkend gekauft, da habe ich das noch nicht gemerkt. Nur, ja, auf jeden Fall ist das halt so ein ärmelloses Top. Und es geht halt so an den Nacken. Nur das Problem bei dem ist halt, das ist sehr durchsichtig. Und ich habe das nicht gesehen. Ich hasse das, wenn das so durchsichtig ist. Also es hat so Streifen, aber das ist halt durchsichtig. Und ich hasse es. Aber ich muss mal gucken, was ich damit mache. Auf jeden Fall hat das 10 Euro gekostet. Und ja. Als nächstes habe ich mir noch einen Rucksack gekauft. Und zwar diesen hier. Das ist so ein Leder-Imitat-Rucksack. Der hier an den Dings und hier an den Taschen so ein Muster hat. Das ist so ein Blumenmuster, aber es sieht richtig schön aus. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Auf jeden Fall ist der richtig schön und ist auch viel Platz drin. Und so einen wollte ich auch schon länger haben. Und der hat 14 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch einfach ein paar schwarze Socken gekauft. Also meine Mutter hat das reingetan. Natürlich. Eigentlich trage ich lieber weiße, aber egal. Schwarz ist auch gut. Und die haben 3 Euro gekostet. Kommen wir auch schon zu Schmuck. Und da habe ich als erstes hier so ein Ringset. Das ist halt für Ringe, die vorne und hinten sind und so. Und das ist halt so ein Set für 3 Euro. Ich habe leider S genommen. Ich habe gar nicht auf die Größe geachtet, weil ich habe voll die Wurstfinger. Also weiß ich nicht, ob die mir passen. Werde ich mal ausprobieren. Ein echt schöner Ball. Auch so welche, die so verbunden sind und hier, also das finde ich echt schön. Und ja, wie gesagt, 3 Euro. Als nächstes habe ich mir dann noch eine Kette gekauft. Also ich habe mir viele Ketten gekauft, aber diese hier, das ist so eine, ich weiß nicht, die erinnert mich voll an, wer ist die? Cleopatra? Ja. Auf jeden Fall finde ich die echt schön und die hat 5 Euro gekostet. Gab es auch in Silber, ich fand die in Gold jetzt schöner. Und ja, dann habe ich mir noch 2 andere Ketten gekauft. Eine, die finde ich nicht mehr. Aber ich hatte die auch schon mal an. Ich weiß aber auf jeden Fall nicht mehr, wo die ist. Und halt diese hier. Einfach eine goldene, kleinere Kette, die so hier so streifen. Ich weiß, ich kann mir nicht erklären. Die hat 2,50 Euro gekostet, das weiß ich noch, glaube ich. Ja. Kommen
wir zu meinem letzten Schmuckteil. Und ich bin ein bisschen überfordert damit. Also, vielleicht könnt ihr euch ja denken, was das ist. Das ist so eine Bauchkette, also die man so, und dann ist die am Bauch. Nur, boah, das ist so schwer, die anzuziehen richtig und zuzumachen und so. Also braucht man richtig Hilfe eigentlich bei. Und ich finde, die ist ein bisschen zu groß. Ja. Aber die hat 4 Euro gekostet und ich wollte die unbedingt haben. Ja. Ich bin ein bisschen überfordert damit, aber ich muss mal gucken. Und zu guter Letzt habe ich mir noch Abschminktücher gekauft. Für fettige Haut ist das, glaube ich. Die kann ich jetzt nicht so empfehlen, weil die brennen irgendwie total bei mir. Ich weiß nicht. Ich habe aber auch sehr empfindliche Haut, vielleicht deswegen. Und ja. Ich glaube, das war jetzt der kürzeste Primer-Call, den ich je gemacht habe. Aber ja, ich habe halt nicht so viel. Ich wollte mir voll viele Sommersachen kaufen, aber ich habe einfach nichts gefunden. Okay, ansonsten wünsche ich euch noch einen sehr schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Okay, dann wie gesagt, noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.